Quattro und e-tron. Eine perfekte Kombination für starke Performance und hohe Effizienz. Denn im Audi e-tron kommt eine ganz neue Generation des Quattro-Antriebs zum Einsatz. Der elektrische Allradantrieb. Wer Audi kennt, kennt Quattro. Mit dieser Allradtechnologie wurden bahnbrechende Triumphe und Rekorde im Motorsport erzielt. Und im Jahr 2017 fuhr der 8-millionste Audi mit Quattro vom Band. 17. September 2018. Audi präsentiert der Weltöffentlichkeit sein erstes vollelektrisches Serienfahrzeug, den Audi e-tron. Mit diesem wichtigen Schritt in die Zukunft musste natürlich auch der Quattro-Antrieb mit an Bord sein. Die Herausforderung bei der Entwicklung eines solchen Systems ist das komplexe Zusammenspiel sehr, sehr vieler Bauteile und Steuergeräte. Bei unserem e-tron Quattro haben wir jetzt an jeder Achse einen eigenen Motor und über die Ansteuerung der beiden Motoren und die Verteilung des Stroms zwischen den beiden Motoren realisieren wir eine Quattro-Funktion. Durch zwei E-Maschinen und den elektrischen Allradantrieb werden die Insassen des e-tron regelrecht in das vollelektrische Zeitalter katapultiert. Egal ob auf Schnee und Eis, Schotter oder Asphalt. Der große Vorteil unseres neuen elektrischen Quattro ist, dass wir die Kräfte völlig frei zwischen beiden Achsen verteilen können. Das gibt den Fahrer ein völlig neues Fahrgefühl. Das Fahrzeug ist sehr spielerisch zu bewegen, ist dennoch immer fahrsicher und verhält sich sehr vorhersehbar für ihn. Über das Drive Select Menü lassen sich verschiedene Fahrmodi einstellen. Zum Beispiel Dynamic, Auto oder Komfort. So passt der Fahrer das Fahrverhalten des e-tron ganz auf seine Bedürfnisse an. Auf das Ganze aufgesetzt können wir die Stabilitätsregelung im Fahrzeug von einem Vollsystem, bei dem das Fahrzeug sehr fahrsicher ist, in einen Sportmodus versetzen. Das heißt, das Fahrzeug erlaubt dann auch leichte Drifts, unterstützt aber den Fahrer, dass das Fahrzeug nicht unkontrolliert in Schleudern gerät. Wir können das ESC-System auch völlig deaktivieren. Das bedeutet, der Fahrer ist dann auf sich allein gestellt und kann die Qualitäten des Allradantriebs dann auch voll erfahren. Mit einem einfachen Klick wird der e-tron für Touren abseits befestigter Straßen in den Offroad-Modus versetzt. Der elektrische Quattro-Antrieb und das ESC sorgen hierbei für optimale Traktion. Und die serienmäßige Luftfederung erhöht die Bodenfreiheit um bis zu 50 mm vom Normalniveau. Zudem wechselt die Fahrstufe auf Sport, damit die maximale Leistung von 300 kW zur Verfügung steht. Nicht nur bei Steigungen, ein entscheidender Vorteil. Und eine weitere Eigenschaft des e-tron bietet noch einen ganz besonderen Vorteil. Die Ruhe.